Willkommen zurück hier bei Life is Strange 2, wo ich mir erstmal eine Jacke angezogen habe, weil mir ein wenig kühl jetzt geworden ist hier. So zur später Stunde in diesem Raum. Ich weigere mich, die Heizung anzumachen. Und wir haben soweit erstmal hier. Ach, wie schön das aussieht, ne? Das ist perfekt Herbststimmung. Oh, Traum. Wir haben soweit alles durchsucht, ne? Denn jetzt Zimmer hatten wir ja auch versucht, da irgendwie ranzukommen. Ja, und wir gehen jetzt mal nach unten und werden wohl. Was haben wir? Wir haben eine Decke finden. Eine Decke. Ja, die werden wir schon noch irgendwie finden, hoffe ich doch, oder? Haben wir die vielleicht übersehen? Können wir eigentlich rausgehen? Nee, okay, cool. Gut. Eine Decke. Wir gehen mal runter. Vielleicht finden wir ja unten irgendwo eine Decke. Uiuiui. Hier ist ja sehr hell. Ein Lichtschalter. Aha, hier hängen fünf mehr. Alright, Dad. Where do you put the blankets? Ah, Wandbild. Ist ein Oktopus? Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. So cool. Well, of course. Yes, Daniel too. Das ist ja noch cooler. Schmissige Musik. Ah, guckt mal hier. Wir hätten mal ein bisschen Wäsche mit runternehmen können. Noch mehr Lichtschalter. Ganz viele Frauenfahrrad. Mal gucken, was wir dazu sagen. Dad should just sell that other bike. Ach ja, wenn man Life is Strange kennt, weiß man, und jemand lebt nicht mehr, oder? Wir gehen mal nicht von dem Schlechtesten aus, sagen wir mal, die sind nicht mehr zusammen oder haben sich geschieden, aber meistens ist das nicht so, ne? I'm broke, so I Meistens ist better das find nicht der some cash for Fall. tonight. Bei Captain Spirit war es ja Chris' Mutti, die leider nicht mehr lebte. Bei Life is Strange war es Chloes Papa, der nicht mehr lebte. Und am Ende. Achtung, Spoiler, lebte keiner mehr bei mir. Außer Max und Chloe. Ich würde wirklich gerne wissen, was das für Auswirkungen hier auf dieses Spiel hat, dass ich hier Cadia Bay geopfert habe. Eieieiei. Ansehen, alte Kisten. Machen wir How das long mal. is he gonna keep all this shit? Wir kommen der Sache ein bisschen näher zu erfahren, was mit unserer Mutter ist. Weihnachtsschmuck. Oh, ich liebe das. Ist aber nicht gerade viel Daniel Weihnachtsschmuck. destroyed our old nativity scene. Oh, das ist natürlich Sorry, blöd. baby Jesus. Sorry, Baby Jesus. Die Skiausrüstung. Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. Cool. Ich würde auch mal gerne so einen richtig krassen Winterurlaub machen. So mit ganz, ganz viel Schnee. Decke. Thank God I don't have to take one of Daniel's. Nehmen wir I'm einfach meine sure Decke. Dad won't miss one blanket for the night. Ich glaube auch nicht. Hätten wir die Decke, fehlt doch nur noch. Na? Geld. Geld. Dann fragen wir doch mal unseren Papi. Naja, vernünftig wie wir sind, können wir sie auch ausschalten, ne? Aha, eine Werkstatt. Hallo! That you, Sean? Yeah. Don't get too excited, kid. You're making me nervous. Hey. Oh, diese schnellen Antworten. Since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure. Can do. Oh, was so rote Schublade. Okay. Probiere ich. Kriege ich bestimmt hin. Da war ein Foto, was mich interessiert. Wo man aber irgendwie nichts draus sieht. Okay, hier liegt 5 Milliarden Millionen Werkzeuge rum. Phoenix! Hey, da war ich auch schon. In einer Mall. Da habe ich mir mein Life is Strange T-Shirt gekauft. In der Mall in Phoenix. Und nach 3 Tagen Nationalparks und nur frittierten Fast Food aus Diners war die Spaghetti in Phoenix das Beste, was ich in meinem Leben gegessen habe in dem Moment.
Ich weiß, also, wo ist denn was? Wo? Da? Hä? Ach nee, da. Ach ja, die typische rote Schubladendings. Mein Vater hat auch so genau dasselbe. In Fallout gibt's die auch. In Fallout 4 zum Bauen. Ich würde mich aber gerade mal hier kurz noch umgucken. Ob es hier irgendwas noch gibt. Okay, na dann. Nehmen wir mal. Schublade. There's no wrench here. Ah, shoot. Must be somewhere else then. Na klar. Take a look around. I know I left it nearby. Guck mal, it's a 16mm reversible flex wrench. Jeez. Was? That was definitely my plan for tonight. So, yeah. Guck mal, der Chupacabra. Chupacabra, guck mal. Sam came by the garage today. Told me to tell you hi for him. Oh, cool, danke. How's his leg? Well, you know, old fossils like us don't heal the way you do. Remind me never to get old. Hey, it beats the alternative. Der Chupacabra. Werkzeug. Ansehen. Nee, ist 18mm, braucht man nicht. Sparkles. Ich brauche kein Sparkle. Ich brauche 16mm. Ist es 16mm? Ja, 16mm. Nehmen wir. Super. Hey, son. Where's my wrench? Hier, gucke mal. Ist bestimmt das Richtige. Was? Hold your horses. I'm on it. Well, bring it to me when you got it. Hey, I got it. I think. Nah. I need one with the black switch on it, so I can change its direction. Ach, okay, so einer. Oh, natürlich war der falsch. Ich habe mir nur 16mm gehört, weil ich beim Chupacabra war. Sorry. Mach mal einfach, der war auch falsch. Vielleicht, was mit schwarzem Griff? Was ist denn das da? Das sieht doch gut aus. Hey, did you get your English midterm back? Yeah. I got a B. A B? Eine 2. But you were so confident about the essay you wrote. Yeah, I think Mrs. Calloway is just prejudiced against Vonnegut. But Slaughterhouse 5 is amazing. Hey, you don't gotta tell me. Tell her. Next parent-teacher meeting? She's getting a piece of my mind. Prejudiced against Vonnegut. So, ist der jetzt richtig? Ich hoffe. Guck mal. Yes. This is it. Took your time about it, but you did it. I'll make a grease monkey out of you. Yeah, yeah. All right, just let me tighten this. So, finally decided to come and join your old man under the hood, huh? Yeah. Sure. I know it's not your thing. But you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering. I don't care. As long as you put your heart into it. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. 16, alles klar. You've got time to figure it out. Trust me, took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico, to Puerto Lobos. But until then... Ugh, I've heard this one before. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. Das musst du nicht. Es ist abgefahren. Das ist natürlich abgefahren. Ugh, come on. It's wicked. I'm just not used to driving. You better get used to it, or you'll be taking your date to prom on the number 30. Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. He's 9. He doesn't even know what cock-blocking is. He looks up to you, Sean. Try and help him. It's what family is for. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Oh, by the way... Ha! I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Shh. Just be honest with me. No bullshit,
Are you using this money to buy alcohol? Weed? Ich muss sagen, ich finde diesen Vater wirklich unglaublich korrekt, ne? Also bis jetzt ist der unglaublich korrekt. Und er scheint auch ein Gespür für seine Söhne zu haben, tatsächlich. Mag den gar nicht anlügen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, es geht hier auch halt wirklich tatsächlich komplett um die ganze Trump-Sache, ne? Mit, komm, wir bauen eine Mauer um Mexiko herum und ihr seid alle ganz schön kacke und Fake News, Fake News und eigentlich bin ich völlig kacke und hab nichts im Kopf, aber hallo, hier bin ich, der Präsident der amerikanischen Staaten. Partei! Ja, wahrscheinlich nur Halloween-Kram. Also, das nimmt ja uns doch sowieso nicht ab. Kannst ja völlig vergessen. I mean... Yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's got to get home somehow. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. Holy shit, 40 bucks? Really? Yeah, why not? You did a good job on the lawn. Plus, I appreciate that you didn't lie to me. Thanks, Dad. Just be careful. Na klar. That's all I'm asking for, okay? Okay. I know what kind of crazy shit kids can get into. Hast du viel gefeiert? Mach dir um uns keine Sorgen. Ich frag ihn mal, hast du viel gefeiert? When you were my age, did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico stays in Mexico. Now get out of here before I change my mind about that cash. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? All right. Thanks, Dad. Hey, hey, hey. Not so fast, Shawnee boy. Don't you think your papito deserves a hug? Na klar, komm. Okay, have fun. But not too much. I won't. Promise. Bye. Love ya. I love you too, hijo. Hijo. I bet Dad had a pretty wild teenagehood, even though he won't tell. Na klar. Looks like it'll be weird having my own car. Aber auch voll cool. But then I could take Jen out. Zum Beispiel? If she wants. Falls wir, natürlich, natürlich. Ist alles nur. Es ist nur denken. I would be fucked if I had to help Dad in the shop. Ist doch nicht für jeden was, ne? Jetzt können wir uns die Sachen anschauen. Da guck mal eine an. Running the garage was Dad's dream. I'm proud of him. Honestly. Cool. Eigene Werkstatt, alles klar. Oh, hier ist ein Buch. Yeah. Oh, yeah, yeah. I tried to read that. Snooze. Dad loves all that political crap. Revolution in ihrem Hinterhof von Maggie Nielsen. Okay. Na, in dem Alter interessiert man sich auch nicht ganz so sehr für politische Dinge. Dad's had this forever. I'm glad he doesn't make us go to church. Das ist ein cooler Vater, wirklich. Damn. You can open a hardware store with all of this. Ohne Kreissäge, na nü. The saw almost took my thumb off once. Eieieiei. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Ich hab die ganze Zeit Angst, dass dieses Auto irgendwie abstürzen könnte. No more 4th of July fireworks after last year. Dim, 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 schmissige Musik. Dim, 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 dim. Noch was? Okay, gotta go back to the living room and load the backpack. Sofort, sofort. Einen Moment. Da, das ist Chupacabra-Post, jetzt können wir uns das anschauen. Dad is actually kind of a secret geek. Maybe a nerd. Chupacabras aus dem Weltall. Na, ich wollte beenden drücken. Hier haben wir noch ein Poster. Dad used to go see them all the time. Can old people be... cool? Ja,
Ja, und dein Papi ist sehr cool, muss ich sagen. Billy and the Witch Boys plus Gäste für jedes Alter. Freitag 20 bis 23:30 Uhr. Anvil Bar and Grill. In der 35 First Street. 15 Euro Abendkasse. Da singt ja sogar jemand. Hm, okay. Denke ich mal, wir haben hier. Ist hier noch irgendwas drin? Ne? Ja, mit mal. Dunkeln sieht alles gleich viel unheimlicher aus, ne? Geht da mal ein Knopf? Können wir den drücken? Nee, natürlich nicht. Gehen wir einfach mal hoch, ohne Licht anzumachen. Geht schon. Klar, denke ich. Ohne zu stolpern. So, dann wollen wir mal unseren. Wollen wir nochmal bei Daniel schauen? Der mit uns reden will? Dum, 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 Daniel. Klopf, klopf. Dude, come on, open up. Why? Because. Okay, okay. Ich könnte tatsächlich noch mit ihm reden. Das war eigentlich ja gerade nur so der Hellsack. What are you doing in there, Dr. Frankenstein? Thanks for giving me the choke out crisp. That's what big brothers are for. Sometimes. What's with the scissors? Can't tell you. It's a big secret. So don't come in. Na dann. Krankenwagen rufen. Oh man. Damn, sounds pretty serious. Should I call an ambulance now before it's too late? Maybe. All I can say is watch out for my costume in 3 days. Oh. Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Eric's house? Will Lila be there? Yes, 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 and no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me? Wie süß, sie betrügt dich. Sie wird dich heiraten. Yes, she wants to marry you. Shut up! Aunt, I don't even care if I can't go. Because I have secret stuff to do. Alone. Oh Gott, wie süß. Of course you do. Oh, wie süß. Was ist los, Daniel? Daniel's always up to something. Wonder what's next. Also wenn, da, also die sehen sich, das sind die Jungs aus dem Garten, oder? Von den Nachbarn von Chris. Man hat ja bei Captain Spirit die Vermutung zum Schluss, ne, dass halt Chris halt auch okay. Eine gotta go back to the living room and load the backpack. Eine Fähigkeit hat, so wie Max die Zeit zurückdrehen kann. Aber dann stand ja natürlich auch schnell die Vermutung im Raum, dass einer von den beiden das kann. Und natürlich steht ganz groß im Raum, dass Sean derjenige ist, der das kann. Was auch immer er da kann. Was liegt denn da? Ja, Mama, wir dürfen nicht den Anfang vergessen, wo wir mit dem Kopfwagen dort die 10 von der Dashboard-Kamera gesehen haben. Das sah schon sehr, sehr gefährlich aus, tatsächlich. Okay, dann packen wir mal die Schultasche. Packen! Ah, da war noch Zeit, wo man die Schultasche gepackt hat, ne? Und irgendwann war es nur noch ein Block und ein Stift. Für mehr hat es nicht mehr erreicht. Finally, ready to go. Time to Skype Lila on my laptop. Ah, jetzt sollen wir zum Laptop. Okay, können wir uns mal die anschauen? Finally. Now I can Skype with Lila. Okay, wir haben Chips, wir haben Limo, wir haben eine Decke und wir haben Kondome. Klingt nach einem super Abend, würde ich sagen. Wir haben $43.20, das ist nicht wenig. Und wir haben ein neues Bild. Hier, unser Bild. Cool, sehr, sehr cool. Time to get this party started. Ich frage mich, wann wir die Sachen an unseren Rucksack anpinnen können. Ich möchte den Hotdog-Mann daran machen. Ich hätte gern selber den Hotdog-Mann als Figur oder so. Das wäre cool. So als Merch. Ich finde es auch saucool, dass draußen noch die ganze Zeit irgendwas passiert. So ein Auto lang fährt oder dergleichen. Okay. Sagt dazu, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist ja richtig. Dann gehen wir nochmal ins Zimmer und an unseren Laptop.
Okay, kenne ich nicht. Musikposter, sagen wir alles, ne? Ich gucke lieber nochmal. Dann gehen wir mal an den Laptop und rufen Leider an. Na, oh, cooles Bild. Oh, lower boy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... hold on. Okay, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so we're set for the night, in case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. Ooh la la. Okay, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? Well, I don't know. Played cool, talk about the gig last week, get to know her tastes. Oh my god, you did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. Sie ist super cool. Ja, und? So what? I don't have any game. These are uncharted territories for me. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean, I'm done. Look. Oh, Gottes Willen. I made zombie blood. It's corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Lila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, what? I know. Okay. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But... I want to see zombie blood if you don't. Du hast recht, tut mir leid. Ist nicht immer süß. Oh, ich entschuldige mich mal. Sorry, sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, no, don't get caught. Let me see that drawing. Hold on. You know something called multitasking? Wie witzig das ist. That's a so it blows. Thing, no? This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Oh, shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? Oh. On her wall. Oh, sie cool. You should check it up. It might get your attention. Oh. Da war Daniel. Was passiert denn hier jetzt? Okay, ich bin gerade... Okay, wir können... Wow, her hair. Wow, indeed. I told you she was super into you, man. What's her profile picture got to do with me? Huh, you will see. Aha. Kein Kommentar. Und natürlich auch nicht lol, kein Kommentar. No reaction, no like, no nothing? Hey, I don't appear like a stalker or something. Okay, okay. Touché. Leave me alone! Hold oh. on, okay? Oh. Something's going on outside. What do you mean? Oh, hey. oh nein. Der nette Look Typ von drin. Shirt, asshole! What's the big deal? It's Halloween! Hey, don't ever touch my brother! You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look! I told you, it was an accident. You better leave us alone. Oh yeah, go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Daniel beschuldigen? Brett konfrontieren. Wähle mit einer Option aus. Bestätige deine Wahl. Hey, natürlich konfrontieren wir den... Dulli-Typen hier. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what?
You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh, you wanna go? Oh yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Da kommt der Polizeiwagen. Whoa! Sean, you hit him! Ja, hast du? Get inside now! Sean! You're dead meat, bitch! You and your whole fucking family are going to jail! Losers! What's going on? Me! Daniel, get over here! Sean! Is he hurt? Okay! Okay, step away! Now! Calm down, officer! Shut up! And step back! On the ground! Now! Hey, wait! Was? He started beating up my little brother! Was? Now! Hands behind your head! Sean! This is fucking bullshit! Oh, no. Was passiert denn gerade? Dad! We didn't do anything! Sean, be quiet! I swear! Officer, listen! I'm sorry, Dad! Oh, God, don't be quiet! We wanna go home! They're good kids, officer. Don't move. I'm sure they didn't do anything. I said don't move! Stop we didn't Daniel, do anything! It's gonna be all right. On the ground! No. Well, that escalated quickly. What the fuck? Welcome to America. Life is Strange 2 ist ein Spiel, in dem der Schwerpunkt auf Spielentscheidungen liegt. Die Folgen all deiner Tat und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum und dein Bruder aus. Wähle mit Bedacht. In der Nähe von Mount Rainier, Washington, 2 Tage später. No, man. We can't stop here. We gotta keep going. No pouting, okay? Come on. But my feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only 2. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this.
This is how people camp in the woods. It's not like being in a home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on, let's hit the trail. Seriously. Where's Dad? Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. But I'm so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. Hey, at least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked, like, maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah, that works. Just work on that howl. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once, huh? Like, you don't whine too? I don't whine. I tag your ass and run. You're it. No way. Not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie, and I'm gonna eat you. Blah! Hat seine Maske verloren. Life is Strange 2, Episode 1, Roads. Wo sind die Eichhörnchen? Eieieiei, was da nur passiert? Frag mich auch, wer es von den beiden ist, ob es Daniel ist oder Sean. You're not allowed to say that. Ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Listen, this looks like a perfect place to camp out. I bet we're not the first people to stay the night.
Okay. It's creepy. Huh? There's nobody out here. We didn't even see any cars. We're gonna camp here. I'll look out for you. Okay, okay, okay. Das war... Wow. Ganz schön krass. Das ist super schnell eskaliert, weil der gute Polizist, also... Ne, der Junge von drüben, der ist sehr, sehr ungünstig gefallen und der Polizist hat das alles... Was war das, ein 10-10? Ich weiß nicht, was die Abkürzung für 10-10 ist. Hat er diese ganze Situation völlig falsch eingeschätzt und da soll natürlich auch so ein bisschen darauf hinweisen, so, und die Polizei in Amerika ist immer sehr schnell mit ihren Schlüssen und gerade gegenüber Leuten, die zum Beispiel mexikanischer Herkunft sind und das wird auch, glaube ich, ein bisschen darauf anspielen. Und man hat ja auch gemerkt, der Polizist war sehr jung, sehr neu, wusste gar nicht, was er machen sollte und dann ist er völlig eskaliert. Eieiei, also irgendwie, puiuiui. So richtig, ja, man war jetzt gerade sehr überfordert mit der Situation und sehr überrumpelt. Und Sean und Daniel laufen jetzt hier die ganze Zeit und wissen nicht so recht, wohin mit sich. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet in der ersten Episode. Und ich weiß nicht, wie ich die Sachen in meinen Rucksack bekomme. Ich muss das mal... Kann ich das irgendwo in den Optionen machen? Nee, ne? Nee, kann ich nicht machen. Ich verabschiede mich aber erstmal bei euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Life is Strange 2 wieder. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Let's go down this road and fix the pieces that we thought. The night. Let's go down.